A3.2. Der Kreisbogen PQ mit Mittelpunkt C. Das ist der Kreisbogen PQ. Hier oben der Mittelpunkt. Und im Radius CD schneidet die Seite AC im Punkt P und die Seite PC im Punkt Q. Berechnen Sie den Flächeninhalt der grau markierten Fläche, die durch die Strecken PA, AB, BQ und den Kreisbogen PQ begrenzt werden. Und ermitteln Sie sodann den prozentualen Anteil des Flächeninhalts A am Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Ja, fangen wir an. Erste Aufgabe, berechnen Sie den Flächeninhalt der grau markierten Fläche. Unten sehen wir schon die grau markierte Fläche. Für sowas gibt es immer zwei Vorgehensweise. Möglichkeit 1, man überlegt sich, ob diese grau markierte Fläche einem speziellen Vieleck entspricht, zum Beispiel ein Trapez oder eine Raute oder sowas, und rechnet die entweder zusammen oder rechnet es aus. Oder Möglichkeit 2, muss man zwei Figuren voneinander abziehen. Ja, also einmal kann man sie addieren, dass man die Gesamtfigur erhält, oder voneinander subtrahieren. Und hier sehen wir eigentlich recht schnell, wir haben hier ein großes Dreieck ABC und von diesem Dreieck wird hier dieser Sektor, dieses Käsestückchen oder Pizzastückchen abgezogen und dann bleibt genau unten der graue Anteil übrig. Also können wir schon mal aufstellen. Also der Flächeninhalt der grauen Figur lässt sich berechnen aus dem Flächeninhalt des Dreiecks ABC minus der Flächeninhalt des Sektors PQ, CPQ. So, gehen wir vor. Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Da brauchen wir natürlich die Flächenformeln vom Dreieck 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Oder es gibt auch noch die zweite 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Würden beide funktionieren. Die dritte Möglichkeit über die Determinante funktioniert hier nicht, da es ja kein Koordinatensystem gibt und wir keine Vektoren aufstellen können. So, welche davon man benutzt, ist eigentlich egal. Ich nehme 1/2 mal Grundseite mal Höhe, nehme hier die Strecke AB als Grundseite und die Strecke CD als Höhe. Die kenne ich ja beide. AB ist bekannt aus der Aufgabe drüber mit 13,8, weil wir haben ein gleichseitiges Dreieck. Und die Strecke CD kennen wir ebenfalls aus der vorherigen Aufgabe. Haben wir da auch ausgerechnet mit 6,9 mal Wurzel 3. Also stellen wir auf, 0,5 mal Grundseite, die AB, das waren die 13,8, mal die Höhe mit, gucke ich schnell nochmal nach, da oben steht sie, CD Höhe 6,9 mal Wurzel 3. So, das tippe ich einen Taschenrechner ein und dann kommt ein Wert von 82,5 Quadratzentimeter raus. Dann brauche ich noch die Fläche vom Sektor. Wenn ich sie nicht auswendig weiß, gehe ich in die Formelsammlung nach und rein und schaue nach. Na. Will gerade nicht, wie ich will. Gehen wir zum Kreis. Dann finden wir den hier unten, Flächeninhalt vom Kreissektor, haben wir hier stehen. Ja, Alpha durch 360 Grad, ich schreibe es nochmal allgemein auf, mal R² mal Pi. So, wie groß ist mein Alpha? Alpha ist der Öffnungswinkel vom Sektor, also der komplette hier oben. Das sind die 60 Grad aus dem gleichseitigen Dreieck, können wir sofort übernehmen. So, nicht ist gleich, sondern einmal. Und der Radius ist ja die Strecke CD. Und die CD haben wir gerade hier auch schon mal gebraucht. Haben oben schon ausgerechnet mit 6,9 mal Wurzel 3. Und das muss jetzt quadriert werden. Also Klammern drumherum und zum Quadrat. Und zum Schluss nochmal Pi. Das können wir jetzt auch wieder ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und da kommt raus 74,8 Quadratzentimeter. So, damit lässt sich der graue Flächeninhalt berechnen. Ist gleich 82,5 minus 74,8 und das sind 7,7 Quadratzentimeter. So, erster Teil erledigt. Wir haben die graue Figur berechnet. Zweiter Teil gibt es noch.
ermitteln Sie sodann prozentualen Anteil des Flächeninhalts A, also dieser grauen Fläche, am Flächeninhalt des kompletten Dreiecks. Flächeninhalt des kompletten Dreiecks haben wir schon, der steht hier mit 82,5. Und hier haben wir jetzt gerade den grauen einen Teil berechnet, also davon den prozentuellen Anteil. Stellen wir es gegenüber. X Prozent entsprechen den 7,7 Quadratzentimetern. Und der Flächeninhalt des Dreiecks, also die 82,5 Quadratzentimeter, entsprechen den 100%. So, Prozentrechnung, wir haben direkte Proportionalität und das kann man so z-förmig lösen. Ja, also man fängt beim x immer an und dann stellt man hier so z-förmig die Gleichung auf. Daraus folgt dann, x ist gleich und jetzt gilt z-förmig entlang gehen, x und jetzt 7,7, erster mal zweiter durch dritter, also 7,7 mal 100 geteilt durch die 82,5. So, das tippen wir auch nochmal in den Taschenrechner ein und dann kommen raus 9,3%. Und ja, sind wir fertig mit der Aufgabe.